Ich meine, Angela Merkel ist jemand, den ich als Persönlichkeit total beeindruckend finde. Also einmal, wie man sich so einen Humor und irgendwie so eine unprätentiöse Art erhalten kann. Ein neuer Podcast ist herausgekommen, in dem Ricarda Lang zu Gast war. Nachdem ich diesen Podcast angeschaut hatte, hat mein Gehirn explodiert, weil die Frau wie immer gelogen und Unsinn gesagt hatte. Ich habe die interessantesten Szenen für dich ausgewählt. Also fangen wir jetzt an zu schauen. Ich habe vor kurzem mal ein Gespräch gesehen von Aladim El-Mafalani, ein Bildungsforscher, wo er auch sagt, na, wir haben bestimmt sehr gute Folge, kann ich mir vorstellen. Flächendeckend, gerade durch die verschiedenen Altersgruppen und tatsächlich auch mit Migrationsuntergrund und ohne, Leistungsabfall in Deutschland. Und das ist ja eigentlich ein Skandal. Das müsste ja eigentlich das Thema sein, was alle komplett beherrscht. Aber irgendwie wird es so zerrieben zwischen diesem, der Bund sagt, ach, wir machen jetzt hier ein bisschen was, die Länder sagen, wir machen hier ein bisschen was. Und ich glaube, dann ist es auch wiederum, es sind zwar Themen, die auf der einen Seite ganz stark die Menschen in dem Alltag betreffen, auch wenn man mal anschaut, was sind die Sorgen, die Leute am meisten haben, oder auch die Zukunftsthemen, ist Bildung zum Beispiel sehr mit dabei, Wohnraum auch ganz stark. Aber oft nicht die kurzfristigen Empörungsthemen, die sozusagen gerade die schnellste Schlagzeile bringen. Das ist, glaube ich, auch wieder was, eigentlich eine Frage von Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Politik, sich diesen Themen anzunehmen. Und ich glaube, nur wenn wir den Kurs der letzten Jahrzehnte, und da waren ja erstmal verschiedenste Parteien, also das bei Bildung und sozialem Wohnraum, da kann jetzt keine Partei sich rausnehmen. Ne? Da kann die CDU natürlich jetzt in der Opposition sagen, die Ampel macht das alles schlechter. Die SPD kann sagen, davor 16 Jahre, als wäre sie nicht dabei gewesen. Und aber die Grüne können natürlich sagen, wir haben jetzt mit tun, da sind wirklich alle Parteien mit drin. Nur wenn man das halt noch länger laufen lässt, dann verlieren wir da wirklich eine Generation, glaube ich. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum eben nicht eher was gemacht worden ist. Also diese Feststellung, ja, ich fand auch das sehr spannend, den Blick darauf, was die Schülerinnen und Schüler in Anführungsstrichen durchgemacht haben oder vielleicht auch ohne Anführungsstriche. Aber warum, also die Sachen sind ja klar. Und wenn man es jetzt irgendwie anguckt, Haushalt, hast du das Gefühl, das ist dann jetzt richtig so, wie es jetzt dasteht? Hast du das Gefühl, ah ja, gut, jetzt super. Also da sind wir jetzt ja wirklich auf einem super Weg und auch gerade was die Integration betrifft, Aladin El-Mafalani, ja, also da haben wir jetzt nochmal richtig politische Bildung, da haben wir nochmal richtig losgelegt und auch was das Integrieren betrifft, da haben wir nochmal richtig einen draufgepackt. Laut einer neuen Studie, die von der Regierung veröffentlicht wurde, haben deutsche Schüler der 4. Klasse immer schlechtere Zeit in Mathematik und Deutsch. Ein solcher Rückgang der schulischen Leistungen ist auf dem schlechtesten Niveau in der Geschichte und ist bei Kindern mit Migrationshintergrund am ausgeprägtesten. Immer mehr Grundschüler in Deutschland erreichen nicht einmal die Mindeststandards. Dies ist aufgrund der Migrationspolitik und des Lockdowns wegen des Coronavirus geschehen. Die Studie schreibt auch, dass die schlechtesten Ergebnisse von Migrantenschülern erzielt wurden. In den Grundschulen in Deutschland haben 38% aller Kinder einen Migrationshintergrund, was auf einen massiven demografischen Wandel hindeutet. Die Schulen mussten sich mit einem großen Zustrom von Migranten auseinandersetzen, darunter viele Kinder aus der Ukraine, was die Situation des ohnehin überlasteten öffentlichen Schulsystems verschärft hat. Wir sehen uns die nächste Szene an. Also das muss man ganz ehrlich sagen, auch mit Blick auf diesen Haushalt, da haben wir im Rahmen des Möglichen einiges rausgeholt, ne, wofür auch Robert Habeck gekämpft hat, der hat es beschrieben mit Kinder, Klima, Wirtschaft, also dass wir im Klimaschutz nicht nachlassen, dass wir Familien noch mal stärker unterstützen, dass wir auch eine wirtschaftliche Dynamisierung hinbekommen. Aber Politik darf ja aus meiner Sicht nicht nur die Kunst des Möglichen sein, sondern eigentlich das Notwendige möglich zu machen. Und das haben wir mit diesem Haushalt nicht geschafft. Angela Merkel hat das gesagt, ne? Politik ist das, was möglich ist. Genau, ja. Und das war natürlich was sehr prägend auch für ihre Amtszeit als Kanzlerin war, was aber auch viele der Probleme, die wir gerade besprochen haben, angesprochen haben. Ich meine, Angela Merkel ist jemand, den ich als Persönlichkeit total beeindruckend finde. Also einmal, wie man sich so einen Humor und irgendwie so eine unprätentiöse Art erhalten kann in dieser Rolle und ja auch in der Krise sehr klare, sehr kluge Entscheidung. Wir schaffen das. Das war damals die Entscheidung, die Grenzen nicht zuzumachen. Aber ist daraus gefolgt, dass man das Integrationsangebot aufbaut, dass man die Kapazitäten in Deutschland so aufbaut, dass man die Außenpolitik so ausrichtet, dass man sich von Putin unabhängig macht, der in Syrien diesen Krieg mit unterstützt hat? Warum so viele Menschen aus Syrien geflohen sind? Nein. Und das ist der Krux, der Grundfehler, wenn man Politik als Kunst des Möglichen versteht, heißt es, dass man immer aus der Situation heraus angemessen reagieren kann,
aber eigentlich die Situation nicht dauerhaft verbessern kann. Heißt es, dass man eigentlich immer der Gegenwart hinterherhechelt, dass man immer einen Schritt zu spät kommt, dass man nicht vorsorgen kann, dass man nicht vorausschauen kann. Und deshalb, und natürlich auch, dass man oft ungerechte Folgen hat, weil na, wer muss dann meistens das austragen? Möglich ist es noch für die, die das Geld haben, dass es möglich ist. Na, wer sind diejenigen, die oft das tragen müssen, was nicht möglich ist? Das sind dann die Erzieherinnen in den Kitas, die nicht gut ausgestattet sind und sowas. Und das heißt, ich finde, Politik muss die Kunst sein, das möglich zu machen, was notwendig ist. Merkels radikale Einwanderungspolitik hat zu einer Zunahme der Migranten im Land geführt. Sie hat aufrichtig geglaubt, dass die ankommenden Migranten zu zukünftigen Fachärzten, Rechtsanwälten und Ingenieuren werden würden. Die Realität ist jedoch, dass viele von ihnen selbst in ihren Muttersprachen Analphabeten nach Deutschland gekommen sind. Im Gegenzug haben viele von ihnen Kinder, die ebenfalls an Analphabetismus leiden. Viele Migranten haben unglaublich geringe Fähigkeiten und die meisten von ihnen bleiben langzeitarbeitslos oder suchen Arbeit. Selbst unter ehemaligen Migranten, die arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge zahlen, haben viele von ihnen noch nicht einmal das Abitur abgeschlossen. Was Merkel getan hat, darf auf keinen Fall ignoriert und gefördert werden. Die folgenden Aussagen von Ricarda Lang haben mich wirklich schockiert. Sagen, wir hören zu, wir sind pragmatisch im Weg, aber wir stehen auch selbstbewusst für was ein, wofür wir auch kämpfen und wovon wir euch überzeugen wollen. Das ist, glaube ich, was wir wieder stärker machen können. Und wie kriegt man das Moralisieren ein bisschen raus? Ich glaube, indem man sehr auf die Alltagsthemen schaut. Also was treibt die Leute ganz konkret im Alltag um? Und das sind selten moralische Themen. Also auf der einen Seite muss man ja sagen, ist es auch an manchen Stellen, finde ich es ein bisschen ein Vorteil gegen die Grünen. Also zum Beispiel werden ja bestimmte Themen, höre ich immer wieder, ja, da wollen ja die Grünen die ganze Zeit drüber reden. Gendern. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Gendern geredet habe. Ich glaube wirklich, ich habe seit 5 Jahren nicht mehr über dieses Thema geredet. Der Einzige, den ich kenne, der einen lieben langen Tag darüber reden will, ist Markus Söder. Der sagt dann aber, die Grünen machen das und plötzlich versucht man, uns in so einen Kulturkampf reinzuziehen. Und ich glaube, deshalb tun wir es sehr gut daran, diese Kulturkämpfe abzublasen. Zu sagen, das ist nicht das, was gerade politisch relevant ist. Da können sich andere drüber die Köpfe zerschlagen. Und dann sehr auf die Alltagssorgen zu fokussieren und zu sagen, na, was treibt die Leute eigentlich in ihrem Alltag um und dabei aber eben nicht, und das ist dann wiederum die Herausforderung, um vielleicht manche Fehler der Ära Merkel nicht zu wiederholen, beiden Alltagssorgen halt nicht zu sagen, das, was nur ganz jetzt unmittelbar da ist, sondern da auch in die Zukunft zu drängen. Also ich würde mal sowas sagen wie eine nachhaltige alltagsbezogene Politik. Das kann eigentlich ein grüner Ansatz sein, der sehr vom Mensch ausdenkt, der aber halt beim Mensch nicht nur für die nächsten 24 Tage, sondern auch für die nächsten 24 Jahre denkt. Wird der Mann, Frau, der Bürger auch in 10 Jahren noch einen guten Job haben? Wird die Voll. Person auch in 15 Jahren eine Zugverbindung haben? Ich hoffe, dass auch nicht nur ist in 15 Jahren. Das sind, glaube ich, das, also Nachhaltigkeit und Alltagsbezug miteinander zu verbinden. Und dann ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen eine Auftretenfrage. Wir haben als Grüne ganz viele Ideen und das ist ja auch gut. Das ist ja auch, wie gesagt, das, was mich in die Politik gebracht hat. Und ich glaube, wir müssen aber aufpassen, dass man nicht auf eine Art und Weise auftritt, wo Leute das Gefühl haben, okay, die Person ist in die Politik gegangen, weil sie besonders viel weiß oder im schlimmsten Fall besonders viel besser weiß, sondern ja eigentlich erstmal, weil man Menschen mag. Also warum bin ich in die Politik gegangen? Weil ich Dinge für Menschen besser machen will, das heißt eigentlich, weil ich Menschen mag. Ich bezweifle sehr stark, dass Ricarda Lang überhaupt weiß, was Mitgefühl und Liebe für Menschen sind. Sie und ihre Partei kümmern sich in keiner Weise um die deutschen Bürger. Im Gegenteil, sie tun alles dafür, dass die Menschen in Deutschland schlecht leben. Die Grünen führen Europa selbstbewusst in die Steinzeit, stellen sich erfolgreich allen Erscheinungsformen von Logik und gesundem Menschenverstand. Nun, für die dümmste Partei der Welt ist das kein Wunder. Was denkst du über dieses Video? Bitte schreibe deine Meinung. Bis bald.